Freundinnen und Freunde der Sterne, diese Woche dürfen wir dem Ruf unseres Herzens folgen. Dazu lädt uns der Neumond im Löwen ein. Mehr zu diesen kraftvollen Konstellationen und was uns der Kosmos noch zu bieten hat, erfahrt ihr in diesem Beitrag. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zum Wochenhoroskop vom 29. Juli bis 4. August 2024. Die letzten Julitage versprechen einen überwiegend harmonischen Ausklang des Monats. Aber zuvor hat uns der Kosmos ganz schön in Atem gehalten mit der Mars-Challenge. Ich hatte ja vorausgesagt, dass diese Konstellation gefährlich ist und auch politisch große Unruhe mit sich bringen kann. Und genauso ist es dann auch gekommen. Auf Donald Trump wurde ein Attentat verübt und kurz darauf hatten wir auch noch einen weltweiten Computercrash, der zu viel Chaos im Flugverkehr führte. Zu den astrologischen Hintergründen des Attentats gibt es ein Video-Special von mir. Das habe ich hier verlinkt. Schaut doch mal rein. Es ist faszinierend und geradezu unheimlich, wie sich die Mars-Challenge auf Donald Trumps Horoskop ausgewirkt hat. Auf jeden Fall haben wir hier wieder mal live miterlebt, wie zuverlässig die Astrologie solche Ereignisse vorhersehen kann. Und damit ihr euch schlau machen könnt, ob der Mars gerade in eurem persönlichen Horoskop Unruhe stiftet, empfehle ich euch meine persönliche Mars-Analyse als PDF. Ich gebe euch da noch bis Ende des Monats 20% Rabatt drauf mit dem Gutscheincode MARS247. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und den Shownotes. Für die kommende Woche sehen die Sterne wieder mehr kosmische Harmonie. Vitalitätsspenderin Sonne, Glücksplanet Jupiter und Powerplanet Mars arbeiten Hand in Hand. Das sind sehr konstruktive Aspekte. Wer nicht im Urlaub ist, bekommt ordentlich Power, um im Job gut voranzukommen. Und alle Glücklichen, die frei haben, möchten wahrscheinlich nicht nur faulenzen, sondern richtig was erleben. Außerdem haben wir eine schöne Romantikkonstellation. Das ist gut für alle, die jetzt vielleicht irgendwo am Meer oder einem anderen schönen Ort Urlaub machen. Und auf jeden Fall toll für alle, die verliebt sind und auch für die, die einfach mal die Seele baumeln lassen wollen. Auch wenn ihr euch für Kunst oder Kultur interessiert, vielleicht ein schönes Festival besuchen wollt oder einen tollen Städtetrip unternehmen wollt, bieten sich die ersten Augusttage wunderbar dafür an. Denn die Sterne machen uns aktiv und unternehmenslustig. Es gibt allerdings von Mittwoch bis Samstag einen Aspekt, der bei manchen zu Verwicklungen führen kann, und zwar in der Liebe, aber auch finanziell. Liebesgöttin Venus im Löwen legt nochmal einen letzten dramatischen Auftritt hin, bevor sie am 5. August in die Jungfrau wechselt. In ihrer Eigenschaft als Drama-Queen gerät sie dann in ein Spannungsfeld zu Revoluzzer Uranus hinein. Und das ist so ein bisschen wie ein Spiel mit dem Feuer. In der Liebe könnte man zum Beispiel eine heiße Affäre anfangen, die aber nirgendwo hinführt. Oder es ergibt sich ein Flirt, der sich als Strohfeuer erweist. Wenn es ein netter Urlaubsflirt ist, könnt ihr das sicher genießen. Aber falls ihr gebunden seid, wäre das ungünstig, denn unter diesem Aspekt liegt die Gefahr einer spontanen Trennung in der Luft. In diesen Tagen solltet ihr auch möglichst nicht ums Geld streiten und auch nicht versuchen, andere zu kontrollieren, denn die reagieren sehr empfindlich, wenn man ihnen vorschreiben will, was sie zu tun haben. Das merkt ihr besonders, wenn ihr in der letzten Woche der Zeichen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann Geburtstag habt, beziehungsweise wenn das auf Menschen aus eurem Umfeld zutrifft. Da kann es schnell zu Situationen kommen, bei denen einer ins Fettnäpfchen tritt und der andere sich darüber aufregt und dann geht man beleidigt auseinander. Dabei wird im Grunde nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wahrscheinlich lohnt es sich gar nicht, sich darüber aufzuregen. Wenn ihr euch mit den betreffenden Menschen eigentlich gut versteht, dann lasst einfach locker und seid ein bisschen tolerant und nachsichtig. Falls ihr euch aber in einer komplizierten Situationship mit viel Hin und Her befindet, dann könnte es zum Bruch kommen und ihr fragt euch vielleicht, ob es die Sache überhaupt wert war. Finanziell könnte dieser Aspekt dazu verführen, dass man Risiken eingeht, die man nicht abschätzen kann. Oder dass man einfach einen Fehlkauf hinlegt. Und die Märkte sind unter diesem Einfluss gern unberechenbar. Da heißt es also aufpassen und zweimal hinschauen. Auf jeden Fall wäre mein Tipp, rund um den Monatswechsel gelassen zu bleiben und nicht aus einem emotionalen Impuls heraus wichtige Entscheidungen zu treffen.
Denn ab dem 5. August ist der Spuk auch schon wieder vorbei und es lohnt sich wirklich nicht, sich wegen einer Kleinigkeit zu zerstreiten. Die Woche klingt aus mit dem Neumond im Löwen am Sonntag, den 4. August um 13.21 Uhr. Er stärkt unser Herz, unseren Mut und unsere Zuversicht, denn er steht in einer schönen Verbindung zu Glücksplanet Jupiter und Kraftplanet Mars. Dieser Neumond ist gut geeignet für ein Vorhaben, bei dem man viel Energie und Optimismus braucht. Er ermutigt uns, dem Ruf unseres Herzens zu folgen, sei es ganz für uns alleine oder auch, indem wir aktiv etwas mit netten Leuten unternehmen. Sogar heiße Diskussionen können entstehen, aber mit der Aussicht, dass man sich am Ende einig wird oder zumindest die Gemeinsamkeiten betont. Wie schön, dass der Neumond auf einen Sonntag fällt. Also haben auch alle, die jetzt nicht in Urlaub sind, Zeit, sich mit der Energie des Herzens zu verbinden. Welche Themen sich für ein Ritual oder eine Meditation anbieten und wie der Löwe-Neumond auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten wirkt, das erfahrt ihr in meinem großen Monatshoroskop für den August. Das waren eure Tendenzen in der Woche vom 29. Juli bis zum 4. August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.